Also herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Diesmal habe ich mich dazu entschieden, das Ganze mal aufzunehmen und mit Stimme zu kommentieren. Vielleicht ist es dem einen oder anderen lieber. Es ist vielleicht auch ein bisschen entspannter. Zu Beginn ist es halt so, dass ich mich entschieden habe, eine kleine Glasplatte zu nehmen als Deckel. Die muss halt erstmal zugeschnitten werden. Das heißt, man muss die Glasplatte erstmal sauber machen. Am besten erstmal mit einem Lappen, um die größeren Partikel wegzukriegen und dann später Isopropanol genommen, damit halt beim Glasschneiden jetzt nicht irgendwie was passiert. Als nächstes wird das Ganze jetzt auch mit fixiert mit den Klemmen. Um das Ganze dann auch wirklich gerade schneiden zu können, wird hier einfach ein Metallminkel genommen, etwas längerer, den man dann halt auch mit fixiert. Und dann wird das Ganze halt einfach an der Glasscheibe angelegt. Natürlich muss man das Ganze auch gut ausmessen können und man sollte halt auch bei den Glasschneidern noch so eine Toleranz von 2 mm mit ausrechnen, die sie halt abstehen. Als Glasschneider habe ich da eigentlich etwas extrem Simples genommen. Das war, glaube ich, der billigste, den man auf Amazon gefunden hatte. Reicht aber vollkommen aus. Zu Beginn wird das Ganze halt einfach mit Öl oder Wasser, geht natürlich auch, noch eingerieben an der Stelle, wo halt dann der Glasschneider ansetzt, damit das Ganze besser schneiden kann. Man muss zu Beginn, wie man jetzt hier sieht, an der Ecke schön erstmal ansetzen und den Glasschneider anbringen. Das Ganze kommt in so ein gewisser Knick oder Knickgeräusch zustande und dann zieht man den Glasschneider mit viel Kraft nach unten und man zieht es halt bis hinten durch. Das muss ich hier jetzt nochmal korrigieren, deshalb kommt dann auch nochmal die Klemme ab und dann wird dann nochmal an der hinteren Seite der Schnitt beendet. Und damit man jetzt letztendlich einen guten Knick hinkriegt, lege ich das Ganze noch unter den Winkel, setze das immer sehr genau an und dann kurz die Handschuhe anziehen zur Sicherheit und am besten auch die Schutzbrille. Bisschen Druck kann man eigentlich das Glas ganz gut spalten. Man könnte halt auch das ganze Terrariumnest halt aus dem Glas bauen, aber wie ihr auch seht, ist das andere halt ein Plexiglas. Das Glas jetzt wird nochmal an den Ecken, damit es nicht so scharf ist, einfach mit einem Schleifstein für Messer abgerundet, auch vor allem an den Ecken. Und dann als nächsten Schritt müssen wir jetzt natürlich auch nochmal an der Seite von dem ganzen Nest, mal an der flachen Seite, ein Loch bohren, damit natürlich da halt auch der Schlauch angebracht werden kann. Was letztendlich dann noch fehlt in dem Video, war eigentlich nochmal dann auf der anderen Seite ein kleineres Loch, einfach als Drainage noch anzubringen. Das kann man dann auch einfach mit einem normalen, am besten Holzbohrer oder so machen. Dann, wie bereits erwähnt, Isopropylalkohol einfach zur Entfettung der Oberfläche, weil wir jetzt auch zum Kleben schon kommen. Also die Teile waren halt schon vorgeschnitten. Man muss halt hier natürlich wieder sauber machen, Partikel weg und dann halt auch das Fett weg. Und dann wird halt mit den 2 Löchern, wie ihr hier auch sehen könnt, diese schmale Seite halt zuerst angebracht. Wir haben hier einfach so ein Pappkarton, vielleicht vom Zeichenblock oder so. Schnipsel, die wir halt dazwischen machen und dann nehmen wir natürlich nochmal einen rechten Winkel einfach hier, das natürlich gerade hinzukriegen, damit halt es nicht unbedingt schief und schräg wird. Als Kleber nehme ich Acrifix, das ist eigentlich typisch für Plexiglas. Der Kleber funktioniert halt eigentlich sehr gut, das ist ein bisschen Viskose ähnlich und er wird halt letztendlich mit
nicht zu viel Kraft an die Seite eingebracht und wir haben halt jetzt so eine kleine Lücke und da kann dieser Kleber halt in diese Lücke zwischen den zwei Platten eindringen und dieser Kleber, der trocknet halt durch UV-Licht. Und das machen wir dann halt auch nochmal für eine Mittelplatte, die in das Nest kommt, die am Ende eigentlich nur für die Stabilität da ist, auch für die Erdstabilität von dem Material, was reinkommt. Auch hier wieder das Gleiche, dass man halt einfach einen rechten Winkel und so anbringt. Da das Ganze ein bisschen uneben war, habe ich jetzt auf diese Pappstreifen verzichtet. Es hat halt auch den Vorteil, da Plexiglas sich halt so ein bisschen verbiegt, dass man natürlich auch dem Ganzen entgegenwirken kann und das Nest insgesamt einfach stabiler ist. Und dann kann man natürlich auch nochmal hier sehen, dass das Ganze dann so schön eingezogen ist, ne? Also die hellen Stellen, da ist der Kleber nicht ganz hingekommen, die dunklen, da ist der Kleber dazwischen gekommen. Ja, und am Ende kommt dann halt immer die große Seitenplatte oben mit drauf. Die wird dann auch an den Seiten, hier sieht man das nochmal, ich habe halt dann auch Gewichte genommen, damit das gut anliegt, einfach irgendwelche Hanteln oder irgendwas anderes Schweres. Und man kann hier halt wirklich gut sehen, wie dieser Kleber sich dann halt langsam in diese Lücke begibt und einkriecht und dann später sehr gut aushärtet. Natürlich wird es einfach nicht einfach, diese Mittelplatte noch zu machen und da muss man halt schauen, dass man irgendwie doch drankommen kann. Und am Ende muss man natürlich auch nochmal, wenn das Nest schon fast so gut wie fertig ist und jetzt auf diese Bodenplatte draufkommt, schauen, dass man das Nest natürlich auch gerade macht. Und dazu halt einfach nochmal eine Wasserwaage nehmen. Dann stellt man halt beispielsweise hier diesen Koffer vom Bohrer einfach dahin und kann man halt mit dem Kleber unten durchgehen und das Ganze festmachen. Bild von dem Öffnungsmechanismus, also das habe ich dann so noch ein bisschen ausgebaut. Man hat dann halt an den Seiten nochmal so ein bisschen eine Schiene und die Glasplatte, die setzt halt auf. Der rechte Teil vom Plexiglas obendrauf hin habe ich halt noch festgemacht. Liegt daran, dass die Glasplatte nicht lang genug war, aber man kann es natürlich machen, wie man möchte. Und dann geht das halt jetzt, wie man hier auch nochmal sieht, sehr einfach eigentlich zu öffnen. Ich finde das eigentlich ganz angenehm. Hier nochmal die Tankdurchführung, die man halt auf eBay beispielsweise besorgen kann, passen prima mit Acrylrohren zusammen. Man kann das Ganze hier auch nochmal aufdrehen. Das ist auch für eine spätere Erweiterung, wenn man das auf der anderen schmalen Seite vom Nest gemacht hat. Dann kommt natürlich nochmal das Problem hier, Plexiglas ist halt sehr flexibel und dehnt sich halt auch auseinander, deshalb die Mittelplatte. Hier nochmal unsere Drainagestelle, am besten vielleicht ein bisschen größer machen, wenn man mehr Wasser reinbringen möchte. Das Nest wurde dann komplett befüllt und wir haben hier hinten für die Tankdurchführung zum Beispiel halt einfach nochmal so eine Kappe, die gibt es auf eBay.